Die LPG zu Füßen der alten Vogtei Schönfels haben wir fast auf den Tag genau vor einem Jahr unseren Zuschauern vorgestellt. 7700 Hektar, Ackerzahl 50, 470 Landarbeiter, 140 Pensionäre, 9 Millionen Mark. Eine Muster-LPG zu den damaligen Verhältnissen. Modernste westliche Technik haben sich die Schönfelser sozusagen aus der Portokasse leisten können, einschließlich der Strafzahlungen, wenn sie nach sozialistischem Maßstab wieder einmal zu kapitalistisch, sprich erfolgreich gewirtschaftet haben. Ihre LPG war im Gegensatz zu den meisten anderen ein Musterbeispiel für Sauberkeit und Ordnung, ohne den üblichen Schlendrian. Mit ihrer Vielseitigkeit auch im technischen Bereich glaubten die Genossenschafter, durch Dienstleistungen auf allen möglichen Gebieten so stark zu sein, dass sie ihre 7700 Hektar Land sozusagen im Nebenerwerb bewirtschaften könnten. Besonders für ihre Handwerkerbrigaden sahen sie auch in Zukunft Chancen. Für die Schweißer, Schlosser, Schmiede und Mechaniker, die die Kunst beherrschen, aus einem Stück Eisen komplizierte Ersatzteile selber herzustellen. Aber das zählt nicht mehr. Westliche Technik ist gefragt. Die Ersatzteile kommen, wenn man sie braucht, per Express. Und oft kommt auch der Servicetechniker gleich mit, der seinen Job erledigt hat, bevor die altgedienten Mechaniker den Hammer heben. Das hat man uns im letzten Jahr mit Stolz gezeigt. Mähdrescherparade wartet auf den Ernteeinsatz. Jede Maschine blitzblank, tipptopp in Schuss, eine ganze Riesenhalle voll. Hauptbetriebshof der LPG vor einem Jahr. Großzügige Verkehrsflächen, sauber gestrichene Hallen, moderne Verwaltungsgebäude. Der Eindruck einer Agrarfabrik eher ein bisschen steril. Großraumlandwirtschaft mit Zukunft. Konkurrenz von drüben für unsere kleinen Bauern, haben wir damals gefragt. Die LPG Schönfels im Vogtland im Jahr danach. Hier klingelt's nach wie vor in der Kasse, bloß anders, als es sich die Genossenschaftsbauern träumen ließen. Viele arbeiten jetzt so oder als Verkäufer in einer Halle oder im Lager in einem der zahlreichen Kaufmärkte. Im Nachbardorf Hirschfeld hatte die LPG einen Schafstall und einen Technikstützpunkt. Dort schaut's heute so aus, ein Möbelhaus. Markt für Elektrogeräte. Dazwischen tatsächlich noch die Riesenhalle voller Mähdrescher. Die ehemalige Futterscheune und der Schafstall. Jetzt ein Kaufmarkt, ein Baumarkt, ein ich weiß nicht was für ein Markt. Ja, den Betriebshof der LPG gibt's noch, aber die LPG heißt jetzt Agrofarm und der Betriebshof ist aufs Allernotwendigste geschrumpft. Auch das Speisehaus, die LPG-Kantine, wird kommerzialisiert. Die vielen Essenausgabestellen in den Außenbetrieben sind ohnehin schon stillgelegt, weil es jetzt wieder private Wirtshäuser in den Dörfern gibt. Das hier wird demnächst eine öffentliche Großgaststätte. Wenn die LPG-Bauern weiter so billig essen wollen wie bisher, müssen sie ihren eigenen Henkelmann mitbringen. Auch die Verwaltung ist schon ausgedünnt. Wer hätte gedacht, mit wie wenig Leuten man 7700 Hektar bewirtschaften kann? Und die Leitung? Jawohl, er ist da. Noch da, muss man wohl sagen. Der vor einem Jahr so optimistisch sitzende Bernd Arzt. Also es ging ja darum, die Liquidität aufrechtzuerhalten nach mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, aus dem, was wir uns in den Jahren geschaffen haben, Geld zu machen, Geld zu realisieren und zu überleben. Und das könnte man meinen, ist noch mit am besten gelungen, dass wir die Kapazitäten, über die wir verfügen, insbesondere die Immobilien, über Umnutzungen erreicht haben, dass großzügige Einmietungen stattgefunden haben von vielen Firmen, die uns Mieteinnahmen bringen auf der einen Seite, die beträchtlich sind,
und zugleich unseren Mitarbeitern neue Arbeitsplätze sicherten und die dann bei uns logischerweise nicht mehr auf der Lohnliste stehen. Wie viel haben Sie denn entlassen müssen? Entlassen selbst haben wir nur auf freiwilliger Grundlage, wenn jemand zum Beispiel in die Privatisierung ging und ähnliches. Wir können soweit relativ darauf stolz sein, dass von den entlassenen 180 Mitarbeitern niemand arbeitslos geworden ist. Und die Landeinbringer, fordern die ihr Land zurück? Die Landeinbringer haben jetzt bis zum gegenwärtigen Termin ca. 20% des Landes zurückgefordert. Wir unterstützen das, geben auch Marscherleichterungen, vor allen Dingen bei der Rückabwicklung des Kapitals. Die größte Aufgabe während dieser krisenhaften Situation, die auch unseren Betrieb erfasst hat, ist, möglichst zu erreichen, die Aussichten sind gut, dass das eingebrachte Kapital voll zurückgezahlt wird, dass eine nachträgliche Verzinsung ausgezahlt wird, dass wir eine Nachzahlung für die Pachtjahre gewähren. Früher war das ja reglementiert, die Pachtzahlung. Und dass wir auch noch eine Abfindung sichern, die aufgrund der Arbeitsleistung sich errechnen lässt. Also ein warmer Regen für die Mitarbeiter, aber was bleibt für die Genossenschaft? Für die Genossenschaft bedeutet das zweifellos ein Aderlass, aber es gibt keine andere Möglichkeit, das Eigentum entsprechend zuzuordnen. Die Landesregierung hat eine solche Empfehlung herausgebracht, das so zu tun, und ich sehe meine Aufgabe darin, das nach diesen Grundsätzen möglichst zu erfüllen und die Aussichten, diese Millionenbeträge, die gebunden sind an Anlagevermögen, zu verflüssigen, sind recht günstig. Also Voraussetzung Vermietung mit Mieterträgen lässt sich dann auch ein vernünftiger Verkaufspreis erzielen, sodass hier die Überlegungen schon wieder anders sind. Früher langfristige Vermietung angedacht, jetzt muss es verkauft werden, um die finanziellen Mittel flott zu machen für Privatisierung und ausscheidende Mitglieder, um die Ansprüche zu befriedigen. Die Frühjahrsbestellung auf der inzwischen nach dem Genossenschaftsrecht eingetragenen Agrofarm ist im Gang. Aber die verbliebenen Genossenschafter sind arg verunsichert. Wie lange gehört ihnen eigentlich noch das schwere Gerät und das Land für die Arbeit unter der Vogtei Schönfels? Das ist das Ende der EWG. Und dann blöd müssen wir dann, da müssen wir ein Werbevideo für uns. Du bist weg hier. War das Ding weg? Wir sind doch nicht hier. Ja, da vorne Teile hätten wir erst einmal. Also wackeln darfst du nicht, sonst wird nicht, das soll ich dir gleich. Als Anfänger, also da musst du ganz ruhig probieren, weil ich die Leute nicht hier will. Die Zeit geht,
Wenn hier sich um die Mietgäste hier geht, aber wenn du rein von unten anfängst zu wackeln, dann sind die Bilder verschwimmen. Dann sind sie besser einfach Dinge heute, aber ich weiß nicht selber. Ich bin die Idee auf Ordnung. Habt ihr noch nichts zu tun? Ja, ich denke, ich habe einen Schreck.
freier Vortrag.